Nächster ist Gabriel Obernosterer, Budgetsprecher der ÖVP. Danke vielmals, Frau Präsidentin, Herr Finanzminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Hause vor den Fernsehschirmen. Frau Kollegin, ich bin es gewohnt, als wir, Frau Kollegin von der SPÖ, ich bin auch ganz kurz eine Antwort auf Ihre Ausführungen. Ich bin es gewohnt als Wirtschaftler, dass man sich nach Fakten haltet und nicht nach Geschichten. Und de facto ist es, dass das Frauenbudget, das aktuelle Frauenbudget, so wie es vom Finanzminister aufgestellt wurde und im Budgetausschuss auch beschlossen wurde, das höchste in der Zweiten Republik ist. Und wissen Sie, Frau Kollegin von der SPÖ, was noch Faktum ist? Dass das Frauenbudget in der Stadt Wien, unter einem SPÖ-Landeshauptmann und der Koalition mit den Neos gekürzt wurde. Das sind die Fakten. Aber jetzt nochmals zum Budget allgemein. Dieser Regierung und unserem Finanzminister ist es gelungen, in dieser Krise ein Budget aufzustellen und bei uns hier im Hohen Haus, das diese Krise bewältigt, aber gleichzeitig auch in die Zukunft investiert. Ohne jetzt alles einzeln aufzuführen, wir wissen, dass der Arbeitsmarkt zu stärken ist, dass er über diese Krise von der Wirtschaft rüberzuführen ist. Und es fließt so viel Geld wie noch nie in die Unterstützung der krisengebeutelten Wirtschaft und auch in den Arbeitsmarkt. Auch in die Zukunft, was Forschung, Entwicklung betrifft, was die Umwelt betrifft. Hier werden Themen ordentlich budgetiert, wie es in der Vergangenheit noch nie möglich war. Und nebenbei, damit wir das ordentlich drüber bringen, diese Krise, dürfen wir jetzt natürlich auch nicht vergessen, und deshalb ist ja jetzt nachbudgetiert worden, dass wir das alles und auch die Unternehmen auf den letzten Metern nicht alleine lassen. Wir wissen, das hat viel Geld gekostet. Es ist ein Minus von 30,7 Milliarden drinnen. Wir müssen heute 5,5 Milliarden werden heuer mehr ausgegeben. Das ist auch notwendig. Aber wir können es aufgrund dessen, weil in der Vergangenheit ordentlich gewirtschaftet wurde, auch leisten. Wir waren Mitte, also circa 2014, 15, schon auf diesem Schuldenstand, der danach abgebaut wurde, wo wir heute noch diesen vielen Mittel, die wir zur Verfügung stellen, dass wir diese Krise meistern, sind wir heute wieder auf dieser Höhe. Und ich sage es hier noch einmal, welches Land kann das behaupten? Alle Unternehmen, die bis letztes Jahr am 15. März zahlungsfähig gewesen sind, sind es auch heute noch. So wurden diese Hilfen aufgestellt. Und ich komme noch gut erinnern vor einem Jahr, was geheißen hat. Macht's das auch so, bitteschön, wie die Schweizer. Macht's das auch so, wie die Südtiroler. Oder macht's auch so, wie die Deutschen. Holt euch dort die Unternehmer und die Mitarbeiter vom Arbeitsmarkt. Holt sie euch her und fragt sie wirklich, was haben diese Staaten umgesetzt und was hat Österreich umgesetzt. Bei uns wird schneller ausgezahlt. Das Wirtschaftsrat ist in Betrieb. Heute haben wir Gott sei Dank wieder aufsperren können. Sage euch ganz ehrlich, unsere Branche ist glücklich, wenn wir auch wissen, dass es noch gewisse Einschränkungen gibt. Und wisst ihr, warum diese Einschränkungen gibt? Weil wir wollen eine ordentliche Saison haben. Weil wir nicht wollen haben, dass unsere Mitarbeiter krank werden. Dass nicht der eine und der andere Betrieb wieder zusperren muss. Sondern dass wir einfach wieder einen Sommer haben in der Gastronomie, in der Hotellerie, im kulturellen und im sportlichen Bereich, so wie wir es einfach gewöhnt sein. Und ich täte euch wirklich eins bitten. Tun wir doch heraus und nicht Geschichten erzählen. Okay, das könnt ihr ruhig Geschichten erzählen. Aber macht es mir wenigstens einen Gefallen. Bitte, wenn ihr die Geschichten erzählt, schaut, dass sie wahr sein. Die Geschichten seien nicht wahr, was das zum Teil von der Oppositionsrede. Österreich ist gut aufgestellt aufgrund dieser Mittel, die wir alle zur Verfügung gestellt haben unter unserem Finanzminister. Andere schauen her zu uns
als wirklich beispielgebend. Es ist in keinem Land noch so viel Geld wirklich bei jedem Einzelnen angekommen wie bei uns in Österreich. Und ich sage es euch nochmal. Unsere Republik und alle, wie wir da wohnen, wir leben nicht verschiedene Geschichten, die zum Großteil überhaupt nicht wahr sein. Wir leben von Fakten. Und eins weiß ich, dass wir diese Pandemie, diese Krise, die größte nach der Zweiten Republik, in einer Art rübergebracht haben, wo andere zu uns schauen und wir nicht zu anderen schauen müssen. Und bitte schön, tut's wenigstens einmal Fakten zur Kenntnis nehmen. Dankeschön.